frei. Im Positionsangriff war sie jetzt auch mehrfach frei. Da stimmt sicherlich die Abstimmung noch nicht zwischen ihrer Position und eben der halben Mitspielerin dort. Ja, wir haben gerade gesehen, Stefanie Zase mit dem 9:6. Und Aline Landsberg kann wieder etwas dazwischen packen. Und jetzt Felke, sie versucht das Spiel so ein bisschen an sich zu reißen. Und jetzt gibt es... Nur hat sich die Spielerin... Kein Schlag, kein gar nichts. Also es war ein Fehlverhalten vom Torhüter. Also braucht man nicht zu Boden gehen. Es gab keine Berührung von der Mandy Künzel. Sportlich fair bleiben, weil sonst ist es natürlich schade für die Spielerin, die dafür eine unrechte 2-Minuten-Strafe bekommt. Das muss nicht sein. Das gehört nicht zum Handball, das gehört in die Schauspielschule. Ja, 2 Minuten hat es auch nicht gegeben. Wir haben sie noch vollständig auf dem Feld. Bei knapp 12 gespielten Minuten. Und ja, ich sagte es gerade, die Kerstin Felke, also die 19 von Grönwald-Schmarin, versucht das Spiel gerade so ein bisschen an sich zu reißen, ein bisschen die Mannschaft mitzureißen. Ist das ein Mittel, um die Mädels aufzuwecken? Es ist wichtig. Man hat einen Führungsspieler auf der Platte, der muss ein bisschen den Kopf oben behalten, ein bisschen abgeklärt sein. Und ich denke mal, dass es mit ihr die richtige Person ist, die mit ihrer Erfahrung und mit ihrem Können, denke ich mal, der Mannschaft wichtige Impulse geben kann, nach vorne wie auch nach hinten. Also sie wird ja immer wieder gefordert, immer wieder gesucht. Das ist halt wichtig. Tini Schröder, das war über die Außenposition gespielt. Ja, jetzt sagst du es gerade. Nummer 19 nimmt das Spiel an sich, aus der Abwehr heraus, führt sie mal nach vorne, bringt den Pass raus zum Linksaußen. Da ist es schön durchgespielt, clever, sauber. Und dann kommt der Abschluss auch. Dann ist die Sicherheit bei der Spielerin, die den Ball hat, zum Wurf natürlich auch vorhanden. Ja, wir haben es vor dem Spiel gehört. Die Völker glücklich, sie wieder zu haben. Und Tini Schröder jetzt mit der Klasse durchgesetzt. Wie sehr würde sie jetzt noch fehlen, wenn sie immer noch ausfallen würde? Die Vivian, ich habe das jetzt erkundet. Nee, die Kerstin. Ja, das wäre natürlich fatal, weil sie ja nun wirklich, wie wir gerade festgestellt haben, diejenige ist, die das bisschen jetzt an sich reißt, was auch sehr notwendig ist. Ja, und das wäre fatal, weil die junge Mannschaft eben von Grün-Weiß diese Führung braucht und damit die Erfahrung von der Kerstin. Die macht das gut. Auch jetzt wieder, ne? Packt sie geschickt zu, lässt im richtigen Moment los, sodass da keine Strafe droht. Ja, die hat Erfahrung. Und die braucht die Mannschaft. Du hast es gerade angesprochen, Vivian Badlau ist verletzt, Kreuzbandriss. Wie lange wird das dauern, bis sie wieder mit eingreifen kann? Ja, das hängt ja natürlich auch immer vom Genesungsverlauf ab. Aber ich denke, dass man hier von einer Mindestausfallzeit von 6 bis 7 Monaten ausgeht. Das ist so die bekannte Zeitgröße aus dem Profisport. Möglicherweise dauert es hier länger, aber wir wollen es ihr mal wünschen und der Mannschaft wünschen, dass das nicht so viel, viel länger dauert. Weil sie ist schon sehr, sehr wichtig, gerade für die Linksaußenposition. Da hat sie sich ja doch gerade jetzt in der Vorbereitungszeit, in den Vorbereitungsspielen, schön festgespielt. Toll, toll die Seite dort gefährlich gestaltet und ja, nun fehlt sie hier leider. Und ja, die Tini macht das ganz gut, zumindest was die Angriffsarbeit angeht. Ja, aber in der Abwehr, ne? Da brauchen wir doch etwas Steigerung. Ja, Roberto, selber Kreuzbandriss gehabt. Wie weh tut das, zugucken zu müssen? Also wenn es erstmal soweit ist und man sitzt da, ganz ehrlich, da juckt er sogar am kaputten Knie. Man will einfach rauf, man will helfen. Man will irgendwas anders machen wie die anderen, weil da irgendwelche Impulse weitergeben. Aber es ist natürlich auch wichtig, dass so eine Spielerin am Spielfeldrand dabei ist und mitfiebert. Das gibt der Mannschaft auch unheimlich viel. Und wie gesagt, so eine Verletzung ist natürlich unangenehm. Aber ich denke mal, mit der Zuversicht der Spielerin, auch mit den Ärzten, denke ich mal, dass Vivian Badlau relativ zügig irgendwann wieder in die Reha einsteigen kann. Es braucht eine Zeit lang. Ich selber habe ein halbes Jahr gebraucht, bis ich in die Reha kam mit der Bewegung. Aber wie gesagt, man wird es sehen, dass die Genesungsphase, die Muskulatur muss aufgebaut werden. Und dann wird man sehen, wie weit sie belastbar ist vom Körper her, ob sie vom... Ist auch eine Kopfsache, na klar. Gehört auch dazu. Den muss man irgendwann dann auch ausschalten können und sagen können, jetzt geht's wieder los. Das Knie ist heil. Jetzt muss ich auch mal wieder versuchen. Das ist ja nun mal ganz normal.
Ja, und wir haben es eben schon mal wieder gesagt gehabt. Kerstin Völkel reißt so das Spiel so ein bisschen an sich, macht jetzt auch ihr drittes Tor zum Anschluss. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, bei Landsberg ist so ganz klein wenig die Luft raus. Es ist nicht mehr so anzugsschnell wie zum Anfang des Spiels. Ja, jetzt werden die Übergänge gespielt. Im Prinzip angepasst an die Abwehr, weil die relativ passiv stehen in der Abwehr, warten auf den Ballführenden. Jetzt kommen die Spielzüge, jetzt kommen leichte Kreuze und damit erzielt man natürlich auch eine Bewegung in der Abwehr und dadurch auch die Lücken nachher. Und dafür ist die Nummer 19. Ist Kerstin natürlich optimal. Wie gesagt, sie ist wichtig fürs Team und sie sieht die Abwehr sich bewegen, sie sieht die Spielzüge, sie liest die Spielzüge und sie bringt dementsprechend auch die richtige Aktion zum richtigen Zeitpunkt und hat natürlich auch die Gabe, dann im richtigen Moment noch eine Auflösungsvariante zu finden, um doch aus dem Spielzug, so wie ihr jetzt eben gerade gesehen, nochmal abzulegen zum Kreisläufer, besser postiert. Und da haben wir dann auch wieder die Situation mit dieser Sperre. Die Sperre steht auf der Halben, der Halbe geht natürlich drauf ein, hat das Glück, dass sich beide natürlich zum ballführenden Spieler orientieren. Der Kreisläufer ist frei, bekommt den Ball. Da muss er ihn natürlich auch reinmachen, so wie eben Manny Künzel. Wunderbar, so muss es weiterlaufen, die Abwehr steht etwas sicherer. Bei der Torhüterin bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob sie sich auf die Nummer 21 einstellen kann. Aber wir haben ja auch zwei Torhüter hier im Spiel. Noch ein bisschen Zeit abwarten. Vielleicht braucht sie einen guten Ball, dann ist sie auch im Spiel drin. Und gibt der Mannschaft von hinten raus natürlich dann auch noch mal ein bisschen Sicherheit, wenn man doch einer durch die Abwehr durchrutscht. Ja, Torwart, das haben wir haben den Torwart gerade angesprochen gehabt. Das ist wichtig, dass der Torwart mal einen raus holt. Das ist bei Sperrin jetzt noch nicht so der Fall gewesen. Was macht man da als Trainer? Ja, als Trainer würde ich schon versuchen wollen, an der Deckungsarbeit so ein bisschen herumzufeilen, indem ich nochmal ganz klare Kommandos gebe, darauf hinweise, was abgesprochen war, wie die Deckung zu arbeiten hat. Weil ich denke ganz einfach, dass die Deckung die Torhüterin noch ein bisschen in Stich gelassen hat. Da war doch zu viel Platz. Wir hatten das Problem hier über rechts außen angesprochen. Aber auch das generelle Rückzugsverhalten war gegen die schnellen Atlantsberger noch nicht so ideal. Und dann ist es natürlich schwer für die Torhüterin, für die junge Anna Pöschel, ja, das zu machen, was man braucht, was eine Mannschaft braucht. Nochmal den einen oder anderen rausholen, damit sich die Mannschaft daran aufbauen kann. Ne? So, jetzt haben wir es nochmal kurz zusammengefasst, die letzte Situation. Der Wurf halb hoch, Tom Dorwart gehalten, es gibt den 7 Meter. Die 2 Minuten gegen Stefanie Zase, was ja ein wichtiger Punkt ist, weil sie ein wichtiger Punkt in diesem Spiel ist. Und dann der 7 Meter neben das Tor, spricht nicht für Selbstvertrauen. Nein, aber ganz ehrlich, ich als Trainer würde nie meine gefaulte Spielerin an den 7 Meter Punkt stellen. Wenn sie das Selbstvertrauen hat und ihn werfen möchte oder werfen kann, soll sie es machen. Aber dann muss sie natürlich mit einer gewissen Sicherheit herangehen und nicht unsicher wirken. Vielleicht war sie jetzt ein bisschen verunsichert, aber ich denke mal, wenn sie noch eine zweite Chance bekommt am Punkt, wird sie den eiskalt verwandeln. Ja, viel Vertrauen siehst du da. Also, schickst du deine gefaulte Spielerin an den 7-Meter-Punkt? Also da stimme ich Roberto zu, man sollte es nicht machen, aber habe ich schon gemacht. Ja, es gibt ja verschiedene Gründe, warum es dann doch mal dazu kommen muss. Zum Beispiel hat sich eine gefaulte Spielerin eben diesen Wurf dann auch mal verdient. Und damit es dann doch irgendwie mal zum positiven Abschluss kommt, kommt es dann und wann schon vor. Habe ich vorhin übrigens auch so gemacht. Ja, und inzwischen haben wir das gesehen, was du gerade angesprochen hast. Die Abwehr hat besser verschoben, die Torhüterin kann den Ball rausfischen. Und der Konter führt zum Ausgleich für Schwerin. Er sieht auch besser aus. Und bei Landsberg stellen sich die ersten Fehler ein. Jetzt haben wir zwei erfahrene Spielerinnen auf dem Platz mit der Nummer 10 und der Nummer 19. Also jetzt ein bisschen verteilt die Aufgaben. Schade, schade, übertreten. Ja, Kinscher übertreten. Sonst sichere Außenschütze. So, Landsberg ist nun wieder vollständig. Franziska Zase
Ist er dabei. Und jetzt gibt es 7 Meter für Landsberg. Abwehr im Kreis. Abwehr im Kreis ist okay, kann man pfeifen. So, mal gucken, jetzt ist wieder so eine Situation. Torhüter, vorher noch nicht so ganz sicher an die Bälle ran. Jetzt holt sie vielleicht einen ganz starken Ball raus. Dann ist sie drin im Spiel. Abwarten. Der 7 Meter ist drin, aber die hellseherischen Fähigkeiten meiner Experten lassen zu wünschen übrig. Sie haben mit einem gehaltenen Ball gerechnet. Das ist nicht der Fall. Neuer Spiel ist dann 11 zu 12. Wir haben vorhin mit den Trainern darüber geredet. Schwerin hat ja mit 12 Spielerinnen einen sehr dünnen Kader. Wie ist das im Gegensatz zu einem Landsberg, die ja einen Großkader haben? Wird das heute eine Auswirkung auf das Spiel haben werden, wenn die Köpfel hier den Ausgleich machen? Ja, davon kann man schon ausgehen, dass es ein Vorteil, zumindest keinen Nachteil darstellt, wenn man eine voll besetzte Bank hat, weil das ein doch sehr schnelles, kräftezehrendes Spiel zu werden scheint. Geht es natürlich auch nachher um die Frage, ne? Wer hat die größeren Kraftreserven, wer hat Kondition? Und da muss man mal gucken, ob die Bank, die volle Bank von Alt-Landsberg, ja, einen Vorteil darstellt. Ich befürchte es fast, aber momentan machen das die Schweriner ganz gut. Sie investieren mehr, erkämpfen sich schneller die Bälle und erzielen auch leichte, schnelle Tore. Hier von Tini Schröder zum ersten Führung, 13 zu 12. Und da steigt sie wieder hoch, Janine Hetzer, vierter Treffer in dieser Partie. 13 zu 13. Ja, inwiefern ist die Kondition da gegeben? Wir haben das gestern gesehen beim Männerhandball in Schwan. Ich spiele mit der Truppe komplett durch, über 60 Minuten. Intensiven, kraftaufreibendem Handball. Es ist also möglich. Inwiefern ist das im Frauenbereich auch gegeben? Es ist überall möglich, in jeder Mannschaft. Es liegt am Training und wie gesagt, ein Handballspiel ist auf Kondition aufgebaut. Dann kommt die Athletik dazu, die Kraft. Und der Kopf spielt natürlich auch eine ganz große Rolle. Aber ich denke mal, gefestigt ist die Mannschaft von Grün-Weiß. Und solange sich jeder einbringen kann in das Mannschaftsspiel, in das Mannschaftsgefüge, denke ich mal, ist so eine kleine Schwäche, die vielleicht mal vorhanden sein könnte, auch auszumerzen. Aber wichtig ist halt auch, genau, jetzt haben sie Nummer 8 rechtzeitig gestört, bringt einen relativ unsicheren Wurf zustande und ist nicht erfolgreich. Ja, Joda Weng wollen wir noch nachrechnen mit ihrem zweiten Tor zum 14 zu 13 und erstmal.